Wenn das wahr ist, dann Mamma Mia. Eins der beliebtesten Essen der Welt soll gar nicht italienisch sein. Koch- und Geschichtsbücher müssten umgeschrieben werden, wenn das wirklich stimmt. Schließlich gehört die Pizza nicht nur für die Italiener selbst, sondern auch für die ganze Welt zur italienischen Kultur und Identität. Pomodori, Mozzarella, la Pizza. Alle verbinden Italien mit Pizza und Pizza mit Italien. Aber was ist, wenn all das auf einer Lüge basiert? Wir reisen Schritt für Schritt zurück in der Zeit, zurück zum Ursprung des italienischen Nationalgerichts. Wir schicken unsere Reporterin Mandy auf die Suche. Sie hat italienische Wurzeln und ist damit perfekt geeignet für diese Aufgabe. Die Recherche beginnt. Im Internet finden wir tatsächlich Artikel, die sagen, nein, die Italiener sind ganz klar nicht die Pizza-Erfinder. Aber das Internet kann viel behaupten. Die UNESCO hat vor kurzem die Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers zum Weltkulturerbe erklärt. Das spricht wiederum dafür, dass die Italiener die Pizza erfunden haben. Genauer, die Neapolitaner. Und die behaupten das sogar ganz offiziell. Wir sind jetzt hier in Neapel, denn angeblich ist die Pizza hier geboren worden. Aber stimmt es wirklich? Laut UNESCO scheint die neapolitanische Pizza eine ganz besondere zu sein. So besonders, dass sie vielleicht die urtümlichste aller Pizzen ist? Wir wollen die genaue Definition der neapolitanischen Pizza herausfinden und müssen erstmal recherchieren. Buonissimo. Die neapolitanische Pizza könnte also die erste der Welt gewesen sein. Aber es gibt ganz schön viele verrückte Kreationen. Wie diesen Topf, der mit Pizzateig ummantelt ist. Also ist das jetzt eine Nudelpizza? Ja, also wenn du das hier nach unten legst, dann wird das von der Bohnensoße durchweicht. Ist das überhaupt noch Pizza? Solche Kreationen wirken nicht sehr urtümlich, machen aber optisch echt was her. So wie dieses Kunstwerk in Sternform. Es sieht schon mal sehr gut aus. Mal schauen, ob es auch so gut schmeckt. Mein Gut, es sind so Steinpilze obendrauf. Und der Rand hier ist mit Ricotta gefüllt. Ziemlich lecker. Aber es weicht jetzt auch schon ein bisschen von der typisch italienischen Pizza ab. Unser Fazit, die Pizza in Neapel ist ganz schön vielfältig. Wenn sie die Mutter aller Pizzen ist, dann fragen wir uns, welche genau. Der Begriff Pizza ist nicht geschützt. Jeder kann ihn verwenden. Wir brauchen eine klare Definition. Ich fürchte, wenn wir herausfinden wollen, woher die Pizza wirklich kommt, müssen wir erstmal klären, was eine Pizza zur Pizza macht. Und das weiß der Verein der wahren Pizza hier in Neapel. Dieser Verein definiert ganz klar, wie die Herstellung einer neapolitanischen Pizza ablaufen muss. Und diese Kunst unterrichtet er sogar in seiner Schule. Vizepräsident Lello Surace begrüßt die neuen Schüler. Heute können wir alles auf die Pizza machen. Aber wir sollten darauf achten, was gut passt. Manche belegen sie auch mit Schokolade und Karamell, aber das passt nicht. Aber Mozzarella, Basilikum und Schinken und so weiter, das geht gut. Hier geht es also echt traditionell zu. Menschen aus 38 Nationen haben bereits die Schulbank gedrückt. Außerdem vergibt der Verein Zertifikate an Pizzerien. Ein Ausschuss prüft jede Bewerbung und vergibt dann das Siegel für die echte neapolitanische Pizza. 657 Pizzerien weltweit haben bereits so ein Zertifikat. Gennaro Lancella ist einer der Lehrer und reist als Pizzaberater durch die Welt. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich oft auf einem Mehlsack geschlafen. Denn ich wurde hauptsächlich in der Pizzeria großgezogen. Es war erst wie ein Spiel für mich. Und dann wurde es zu meinem Leben. Und so geht die neapolitanische Pizza. Der Teig muss mehrere Stunden gehen, dann ist er bereit. Sterne und Topfpizzen machen die Schüler hier nicht. Sie lernen das traditionelle Handwerk. In der Zukunft möchte ich gerne eine eigene Pizzeria haben. Aber nicht in Italien, sondern irgendwo anders in Europa. Deutschland wäre schön, wäre dann nicht das Problem mit der Sprache.
Das Backen der neapolitanischen Pizza erfordert einiges an Geschick, denn der Ofen verbrennt die Pizzen innerhalb weniger Sekunden. Noch möchte man lieber kein Gast bei diesen Schülern sein, außer man mag's besonders knusprig. Das ist also das Original-Pizza-Handwerk der Neapolitaner. Es braucht Zeit und eine spezielle Ausbildung, um wirklich alle Schritte richtig auszuführen. Reporterin Mandy kriegt eine Privatstunde. Ich bin ja gespannt, ob ich das hinkriege. In den Teig kommen nur Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Ein Nudelholz ist tabu. Per Hand drückt Gennaro den Teig sachte platt. Immer so, dass die Luft in den Rand gepresst wird. So wird der Teig schön fluffig. Und jetzt musst du mit beiden Händen die Pizza flach auseinanderziehen. Na, okay, deine Hände sind zu klein, aber das macht nichts. Wir kriegen das schon hin zusammen. Dann können wir mit dem zweiten Schritt weitermachen, dem Slab. Schau mir erst zu. Erst horizontal. Und dann führst du den Teig zu deinem Handgelenk. So geht die Bewegung. Das muss zusammenspielen. Diese Art von Pizza ist also dicker als viele, die wir in Deutschland kennen. Und was kommt drauf? Die traditionellsten Pizzen sind Margherita und Marinara. Die Zutaten: keine gemixte Tomatensoße, sondern zerkleinerte Dosentomaten. Kein geraspelter Mozzarella, sondern große Stücke. Knoblauch und Basilikum drauf, ein bisschen Olivenöl. Finito. Okay. Ah, jetzt kommt das Schwierigste, oder? Nein, das ist nicht so schwer. Ich zeig's dir. Zieh, okay. Zieh, 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 zieh! Keine Angst. Jetzt mittig, mach's rund. Schön rund. Auf den zweiten Stein von rechts. Auf den zweiten Stein von rechts? Egal, mach einfach. Die Temperatur im Ofen 430 bis 480 Grad. Nur 60 bis 90 Sekunden braucht eine Pizza. Dazwischen dreht Mandy sie. Ganz so locker aus dem Handgelenk funktioniert es noch nicht, aber immerhin ist sie kaum verbrannt. Das und nichts anderes verstehen die Neapolitaner also unter einer echten Pizza. Reine Handarbeit, ein echter Holzofen mit ordentlich Hitze, keine verrückten Formen, sondern eine einfach belegte, nicht zu dünne Kreisform mit einem Durchmesser von 30 bis 35 Zentimetern. Jedenfalls hier in Neapel. Außerhalb von Italien machen wir die Pizzen oftmals kleiner. Die Leute sind es oft nicht gewohnt, so viel zu essen wie wir in Neapel. Das sei mal dahingestellt, aber jedenfalls ist das die Pizza, die durch das UNESCO-Weltkulturerbe nun geschützt ist. Aber war sie wirklich die erste weltweit? Wenn du mich fragst, ob ich sicher bin, dass die Italiener oder die Neapolitaner die Pizza erfunden haben, wir haben viele Dokumente, die belegen, dass wir die Pizza vor 300 Jahren erfunden haben. Aber wenn man noch früher nachforschen will, dann wird es schwierig. Wir wollen trotzdem herausfinden, was vor 300 Jahren war. Gennaro verspricht zu helfen. Wir kehren zurück in die Gassen von Neapel, aber diesmal haben wir einen Insider dabei. Ich habe im Internet recherchiert und da steht, dass die älteste Pizzeria der Welt hier in Neapel ist. Stimmt das? Ehrlich gesagt gibt es gleich ein paar älteste Pizzerien hier. Eine älteste Pizzeria reiht sich hier an die nächste. Sie alle sind sehr alt, aber dann finden Mandy und Gennaro eine Pizza, die noch urtümlicher, noch traditioneller ist als die Version des Vereins. Ich freue mich, dir eine der ältesten, vielleicht die älteste Pizzeria Neapels zu zeigen. Sie machen die Pizza nämlich noch so, wie man sie ganz am Anfang gemacht hat. So wurde sie in Neapel geboren, als Pizza Portafoglio, übersetzt Faltpizza. Bevor Gennaro erklären kann, was es damit auf sich hat, entdeckt uns der Restaurantbesitzer und packt die Familiengeschichte aus. Das Restaurant hat in 1738 als Straßenstand angefangen. Es gab Öfen und einen Verkaufstresen. Die Arbeiter haben in den Gassen von Neapel diese Pizza Portafoglio verkauft.
Der Besitzer heißt auch Gennaro, wie unser Experte, und ist auch im Verein der wahren Pizza Neapels. Das scheint hier wie eine Religion zu sein. Bei so viel Enthusiasmus müssen die Italiener die Pizza doch erfunden haben, oder? Er zeigt uns, wie man die Pizza Portafoglio macht. Die älteste Pizza, die man in den Gassen von Neapel heute noch bekommt. Das Prinzip ist das gleiche wie bei der klassischen neapolitanischen Pizza, nur mit weniger Belag. Diese Pizza Portafoglio haben die Neapolitaner schon vor 300 Jahren gegessen. Aber schriftliche Aufzeichnungen gibt es erst später. 1889 besuchen nämlich König Umberto und Gattin Margherita Neapel. Als Geschenk gibt es Pizza in den italienischen Nationalfarben mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Die Margherita wurde für die Königin gemacht. Aber es gab diese Art von Pizza vorher schon. Der Pizzabäcker Esposito hat ihr den Namen Margherita gegeben. Wir Neapolitaner sind sehr gewitzt. Als Esposito die Pizza der Königin lieferte, hat er gesagt, sie heißt Margherita. So zusammengeklappt haben die Neapolitaner sie also schon vor Königin Margherita gegessen. Und heute weiß man noch eine Besonderheit. Die Sorte Margherita sah anfangs ganz anders aus. Und daran ist die Tomate schuld. Jetzt machen wir eine Pizza mit gelben Tomaten. Die gelbe Tomate ist die antike Tomate, die man aus Südamerika importiert hat. Noch vor der Legende mit der Königin gab es also Margherita, aber statt mit roten, mit gelben Tomaten. Denn das ist die Urform der Tomate, die damals aus Südamerika nach Europa kam. Gennaro backt diese Pizza nach. Wir benutzen einen Sardellenextrakt. Der wird aus Sardellensoße und Salz gemacht. Das wird durch einen Stein gepresst und gefiltert. Daraus entsteht dann diese Sardellenessenz. Außerdem belegt er die Margherita mit Schafskäse, Kapern und Zitrone. Diese Spurensuche bringt Reporterin Mandy an ihre Grenzen. Tag 2, Pizza Nummer 6. Isst du die mit den Händen? Ja. Klar, Pizza muss man mit den Händen essen. Okay. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so eine Pizza gegessen. Mit der Zitrone und dieser gelben Tomate. Das schmeckt sehr frisch und trotzdem mit dem Käse ziemlich kräftig, aber es schmeckt sehr, sehr lecker. Damit ist sicher, es gab schon eine Pizza vor der Margherita-Legende, also früher als offiziell geglaubt. Könnte es also wirklich sein, dass ein anderes Volk als die Italiener auch schon Pizza aß? Was dafür spricht, die Tomate als vielleicht wichtigste Zutat kommt gar nicht aus Italien. Kann es also sein, dass die Pizza daher kommt, wo die Tomate herstammt? Um dem Tomatenrätsel auf die Spur zu kommen, fahren wir zu einem Hersteller im Umland Neapels. Hier wächst eine beliebte Pizzatomate, die San Marzano-Tomate. Francesco Pirollo ist der Direktor einer Bauerngenossenschaft in der Region Kampanien und weiß viel über die Geschichte der Tomate. Die Tomate kam ursprünglich aus Peru und war anfangs gelb. Deshalb nannte man sie auch Pomodoro, also goldener Apfel. Und dann sind Mutationen rausgekommen. Und so sind die roten Varianten entstanden. Sie haben sich letztendlich durchgesetzt. Aber um ganz sicher zu gehen, muss Mandy die Pizzatomate natürlich probieren. Magst du zuerst? Zuerst die Dame. Okay, die ist groß. Entschuldigung, aber wie soll ich denn das essen? Die San Marzano-Tomate ist länger als die klassische Strauchtomate. Besonders weich und damit gut geeignet für Pizza. Diese Sorte war früher sehr verbreitet. Dann entstanden viele Fälschungen. Kleiner Tipp. Das Original erkennt man heute am DOP-Siegel auf der Dose. Aber wir sind ja nicht nur wegen der Tomaten hier. Wir wollen wissen, kommt die Pizza aus Südamerika, wo auch die Tomate herstammt? Haben die Italiener sie vielleicht gar nicht erfunden? Die Antwort des Experten erstaunlich unerwartet. Auf unserer Spurensuche finden wir gleich noch die seltsamsten Urpizzen. Für mich ist der Käsegeschmack etwas zu intensiv. Für dich auch?
Ja, aber mit der Feigenmarmelade geht's. Und auf der Suche nach der wahren Herkunft der Pizza führt unser Weg tatsächlich raus aus Italien. Gleich bei Abenteuer Leben.